Dankeschön, unseren hervorragenden Hafenspieler. Liebe Freunde, ich darf also noch an das Vorhergehende noch einmal anschließen und auch hier wiederum zitieren und auch einen völlig unverdächtigen Künstler vergangener Zeit. Und da möchte ich so zitieren unseren hervorragenden Dichter Albert Stifter. Und der schreibt Folgendes: Wie es mit dem Aufwärtssteigen des menschlichen Geschlechts ist, so ist es auch mit seinem Abwärtssteigen. Untergehenden Völkern verschwendet zuerst das Maß. Sie gehen nach Einzelnem aus, sie werfen sich mit kurzem Blick auf das Beschränkte und Unbedeutende. Sie setzen das Bedingte über das Allgemeine. Dann suchen sie den Genuss und das Sinnliche. Sie suchen Befriedigung ihres Hasses und Neides gegen den Nachbarn. In ihrer Kunst wird die Einseitigkeit geschildert, das nur von einem Standpunkt gültige, dann das Zerfahrene, Unstimmende, Abenteuerliche, endlich das Sinnreizende und zuletzt die Unsitte und das Laster. In der Religion sinkt das Innere zur bloßen Gestalt oder zur üppigen Schwärmerei herab. Der Unterschied zwischen Gut und Böse verliert sich. Der Einzelne verachtet das Ganze und geht seiner Lust und seinem Verderben nach. Und so wird das Volk eine Beute seiner inneren Verwirrung oder die eines äußeren, wilderen, aber kräftigeren Feindes. Nun, liebe Zuhörer, liebe Freunde, auch da bitte ich euch, lasst diese Worte auf euch wirken und denkt nach, was mit diesen Worten ausgesagt wurde. Und diese Worte haben Gültigkeit bis heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Bravo.